Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Part unserer Quick-Tutorial-Reihe. Ja, heute geht es mir darum, ich möchte euch gerne vorstellen, was die Methode String ist. In Java schreiben wir einfach in dem Fall String, dann unseren Variablennamen und kann dahinter in Anführungsstrichen, wenn man das gleichzeitig auch macht, seine Variable schreiben, zum Beispiel House, oder also vielmehr seinen String. Was genau ist nun ein String? Ein String ist, um genau zu sein, eine Zeichenkette. Wir haben hier wieder Zahlen, also wir können hier Zahlen reinschreiben, genauso wie Sonderzeichen, genauso wie halt normale Buchstaben. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel auch aus 18 minus House, das wäre halt auch genauso ein String. Woran lassen sich Strings erkennen? Strings sind entweder halt definiert durch unsere Variable String, oder man erkennt es daran, dass ein String ist, das hier in Anführungsstrichen gearbeitet wird. Ein String kann natürlich auch ergänzt werden, dass wir zum Beispiel hier eine Zahl hinzufügen. Das Ganze können wir halt zum Beispiel mit einem Plus machen. Hier wird dann einfach diese 18 in den String-Kontext eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel 18 minus House, Leertaste, und dann plus 18. Das heißt, in diesem Fall, diese 18 wird in den String eingebaut. Das Ganze sieht dann am Ende wie folgt aus. Nämlich so, 18 minus House, Leertaste 18. Somit können Strings halt auch aus Strings und Integers gebastelt werden. Ja, was genau ist jetzt nun die maximale Size eines Strings? Das ist nicht so schwierig. Wir haben in diesem Fall hier eine maximale Länge von 2.147.483.647 oder kurzum dem Integer Value in die Plusrichtung, also 2 hoch 31 minus 1. Das entspricht ungefähr 2 GB. Die es maximal haben kann, dadurch, dass ja halt hier auch in dem Fall der normale Zeichencode verwendet werden kann und dadurch deutlich mehr an Speicherplatz benötigt wird. In anderen Programmiersprachen kann es durchaus sein, dass da deutlich weniger oder deutlich mehr in einen String passt. Es kommt jeweils darauf an, wie es gespeichert wird. In Java ist es halt ein int32, der maximale int ist. Und da es ein int32 ist, also für 32-Bit-Systeme geeignet, weil es ja sozusagen die maximale Länge ist, die halt sozusagen in einem Command sozusagen durch den CPU gejagt werden oder durch das Betriebssystem gejagt werden kann, sind 32 Bitstellen. Und der int32 hat genau 32 Bitstellen. Das ist dann halt sozusagen im positiven Value diese 2 Milliarden und ein paar zerquetschte, die dann halt in diesem Fall die Länge des Strings definieren. Ja, für die Leute, die es halt dann programmieren, die werden wissen, okay, gut, ich kann jetzt maximal 2 Milliarden Zeichen in einen String hauen, beziehungsweise sind 2 GB, die dann auch an Arbeitsspeicher verbraucht werden. Ja, aber an sich sind Strings ganz schöne Sachen, da man darüber auch recht leicht Sachen übertragen kann, verbinden kann. Ja, man kann genauso auch halt aus Strings Integers machen, indem man halt das Ganze wieder umpasst. Das werden wir aber nochmal in einem anderen Tutorial sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, falls ihr Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dort geht es dann über Doubles. Bis dahin, tschüss.